Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie der folgende Fehler DFDF-ERH01 behoben wird, der beim Herunterladen oder Aktualisieren von Anwendungen von Google Play auf Android-Geräten auftritt. Dieser Fehler tritt am häufigsten auf Android-Handys auf. Beim Herunterladen oder Aktualisieren einer Anwendung vom Markt wird die Meldung Fehler beim Empfang von Daten vom Server angezeigt. Und wenn Sie auf die Schaltfläche Wiederholen klicken, passiert nichts. Weiter im Video werde ich Ihnen im Detail sagen, was zu tun ist, damit der Fehler verschwindet und Sie den Dienst weiterhin nutzen können. Also fangen wir an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Überprüfen Sie zunächst die Netzwerkverbindung und ob sie nochmal funktioniert. Öffnen Sie dazu einen Browser und laden Sie eine beliebige Seite. Wenn es keine Probleme mit dem Netzwerk gibt und es gestartet wurde, fahren Sie fort. Wenn dieser Fehler nach der Installation einer Drittanbieteranwendung aufgetreten ist, überprüfen Sie, ob er diesen Fehler verursacht hat. Starten Sie das Gerät zur Überprüfung im abgesicherten Modus. Um im abgesicherten Modus zu starten, müssen Sie das Telefon neu starten und die Tastenkombination gedrückt halten. Diese Kombination für jedes Gerät kann unterschiedlich sein. Es ist besser, diese Informationen im Internet zu suchen. Wie lädt man Ihr Telefonmodell im abgesicherten Modus herunter? Wenn Sie das Telefon im abgesicherten Modus starten, werden alle Anwendungen von Drittanbietern deaktiviert, einschließlich solcher, die die Verbindung zum Google Play Server beeinträchtigen können. Wenn der Markt im abgesicherten Modus arbeitet, liegt das Problem in einer Drittanbieteranwendung. Starten Sie das Telefon im normalen Modus neu und schalten Sie alle Anwendungen von Drittanbietern nacheinander aus, bis diejenigen erkannt wird, die den Fehler verursacht. Oder löschen Sie sofort den, nachdem es entstanden ist. Einige Gerätenmodelle verfügen nicht über einen abgesicherten Modus. Versuchen Sie in diesem Fall, Anwendungen von Drittanbietern einzeln zu deaktivieren. Am häufigsten können es Virenschutzprogramme, VPINs, Werbeblocker, verschiedene Beschleuniger und Programme zur Speicherbereinigung sein. Wenn Sie das VPN in der Verbindungseinstellungen manuell konfiguriert haben, kann der Fehler im abgesicherten Modus beobachtet werden. Schalten Sie in diesem Fall zuerst das VPN aus. Wenn nichts zuvor angegebenes das Problem gelöscht hat, fahren Sie fort. Der nächste wichtigste Schritt zur Behebung eines solchen DFERH01-Fehlers ist die Bereinigung Ihres Android-Geräts. Öffnen Sie dazu die Einstellungen Anwendungen, alle Anwendungen. In dieser Liste suchen wir nach der Google Play Store Anwendungen und klicken drauf. Klicken Sie hier Löschen, alle Löschen. Nachdem wir die Anwendung überprüft haben, wenn der Fehler weiterhin besteht, kehren wir wieder zu den Play Store Einstellungen zurück. Hier klicken wir auf Updates löschen. Okay. Nach der Installation der Updates starten wir die Anwendung und prüfen, ob ein Fehler vorliegt. Möglicherweise muss diese zuerst aktualisiert werden. Wenn das Löschen der Daten im Play Store nicht funktioniert, tun Sie dasselbe für die Google Play Dienste, das Google Service Framework und die Downloads. Wenn einige davon nicht angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf die Menüschaltfläche und wählen Sie alle Anwendungen anzeigen. Die nächste Möglichkeit, den Fehler zu beheben, besteht darin, die Google-Konto-Einstellungen auf dem Telefon zurückzusetzen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Konten und Synchronisierung Google. Wählen Sie hier Ihr Konto aus, mehr Konto löschen. Um weitere Schritte auszuführen zu können, müssen Sie Ihr Google-Konto-Kennwort kennen. Wenn Sie ihn nicht kennen, löschen Sie das Konto in den Einstellungen nicht. Setzen Sie zunächst das Passwort zurück. Fügen Sie nach dem Löschen Ihres Kontos dasselbe Google-Konto erneut hinzu. Einstellungen, Konten und Synchronisierung,
Konto hinzufügen, Google. Geben Sie die Daten ein. Überprüfen Sie nach dem Hinzufügen, ob das Problem behoben wurde. Normalerweise verschwindet der DFERH01-Fehler nach den vorgenommenen Manipulationen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, versuchen Sie, ein neues Google-Konto zu erstellen und hinzufügen. Folgende Einstellungen sind zu überprüfen. Öffnen Sie Einstellungen, Verbindung und Freigabe, Datenübertragung, Systemanwendungen. Überprüfen Sie hier, ob die Hintergrundverbindung aktiviert ist und ob die Datenübertragung eingeschränkt ist. Überprüfen Sie in den Einstellungen Kennwörter und Sicherheit, Vertraulichkeit, spezieller Zugriff. Systemeinstellungen ändern, ob hier die Option Ändern von Systemeinstellungen zu lassen aktiviert ist. Es muss für Google Play Services und Google Play Store APPs aktiviert sein. Installierung einer anderen Version des Play Store, wenn die Anwendung im Play Store nicht heruntergeladen oder aktualisiert werden und der betreffende Fehler gemeldet wird, versuchen Sie, die neueste APK Play Store manuell von einer anderen Quelle herunterzuladen. Überprüfen Sie vor dem Herunterladen der Anwendung aus Quellen von Drittanbietern den Malware-Link. Weitere Informationen finden Sie unter unserem anderen Videolink in der Beschreibung. Nach dem Herunterladen der APK-Datei müssen Sie die Berechtigungen zum Installieren erteilen. Sie installieren und prüfen, ob das Herunterladen und Aktualisieren von Anwendungen funktioniert. Überprüfen Sie auch, ob Datum und Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind. Öffnen Sie Einstellungen, Erweitert, Datum und Uhrzeit. Wenn Sie die Option Netzwerkdatum und Zeit und Netzwerkzeitzone aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass das Datum, Uhrzeit und Zeitzone vom System definiert sind. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie die automatische Erkennung von Datums- und Uhrzeitparameter aus und stellen Sie die Zeitzone Ihres tatsächlichen Standorts sowie das tatsächliche Datum und die Uhrzeit ein. Wenn die automatischen Einstellungen für Datum, Uhrzeit und Zeitzone deaktiviert sind, aktivieren Sie sie. Wenn die Zeitzone nach dem Einschalten immer noch nicht richtig bestimmt ist, versuchen Sie, sie manuell einzustellen. Überprüfen Sie anschließend, ob das Problem behoben wurde und ob der Play Store fehlerfrei funktioniert. Diese Anweisung nach diesem Fehler DFERH01 hilft auch den Fehler bei der Datenermittlung RH01 und Fehler 495 zu beheben. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, diesen Problem zu beheben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, Daumen hoch. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.